Ich brauche von euch eine Entscheidung. Zum Beispiel, welches Land in Südamerika, in welchem Land soll die folgende Szene spielen? Uruguay. Dschungel. Es ist spät. Fast dunkel. Eine Lichtung. Auf der Lichtung in Uruguay. Wie heißt die Person, die jetzt auftritt? José. Und wir sehen die erste kleine Szene. José in Uruguay, im Dschungel, auf der Lichtung, auf dem Ast. Hier in dieser Dschungel, ich habe so viel über mich selbst entdeckt. Aber trotz alles vermisse ich euch alle und dich, liebe Mutti. Und kommt eine Affe jetzt. Komm mal. Und tatsächlich, wir hören Geräusche aus dem Dschungel. Geräusche, die kommen aus dem Dschungel. Wir hören nur die Geräusche. Und plötzlich aus dem Dschungel herausgekrochen kommt ein alter Greis und geht über die Lichtung. Wer ist da oben in meinem Baum? Hallo? Hallo. Ich heiße José. Ich heiße auch José. Wie heißen wir uns alle hier so? Na, hier ist ein Schluck Mate von mir. Danke sehr. Und wenn ich irgendwann noch welchen von dir kriege, weil ich trinke immer Mate. Das ist sehr gut. Sie suchen sich einen kleinen Platz, wo Sie sich hinsetzen können. Und Sie sitzen hier. Und der Greis nimmt seine Flöte. Mate. Tomate. Wir hören ein bisschen die Flöte und während die Musik erklingt, kommt eine Schlange über die Lichtung gekrochen. Ich dachte, das funktioniert nur mit Indien mit der Schlangenbeschwörung. Hallo? Schlange, komm mir mal nicht zu nah. Ich muss hier was üben, ja? Und Sie wissen nicht, ob das eine giftige Schlange ist. Ja, mal checken hier. Das ist auf jeden Fall eine weibliche Schlange. Ich glaube, die weiblichen Schlangen sind nicht so gefährlich. Lässt sich sogar anfassen. Sie hat ein richtiges. Möchten Sie einen Schluck Mate? Die Schlange kann sprechen. Es ist eine Zauberschlange. Ja, ich möchte bitte was trinken. Bitte, ja. Wir hören irgendwie Flügel schlagen. Da kommt doch tatsächlich ein Kondor aus Peru, der landet hier. Was ist da? Schlange, du bist aus dem Paradies ausgebrochen. Geh zurück ins Paradies. Was machst du bei den Männern? Die Schlange schläft. Die hat Schlange, geh zurück. Mate nicht vertragen. Was mit dir? Du Verführerin, jetzt bin ich da. Weg mit dir. Kondor, du bist arrogant. Ja, das bin ich. Ich bin ja auch viel schöner. Und der Kondor nimmt Platz auf dem Felsen neben dem alten Weisen mit seiner Flöte. Und der Kondor ist über die ganze Welt geflogen und kennt sich gut aus. Ooh.
stimmt, man hört die Welt aus dem Kondor sprechen.